Hallo und herzlich willkommen bei Bubu Snakery. Eigentlich wollte ich dieses Jahr, genau wie letztes Jahr, auch Gelegevorstellungsvideos machen. Das heißt, euch wirklich ganze Gelege zeigen, mit Gelegenummer und so weiter und so fort. Im Endeffekt habe ich mich jetzt dieses Mal dagegen entschieden, aus dem ganz einfachen Grund, dass teilweise ganze Gelege innerhalb von wenigen oder ja, von Sekunden, kann man eigentlich fast sagen, oder ganz, ganz wenigen Minuten komplett ausverkauft sind. Und ich habe jetzt so viele Tiere schon, die einfach nicht mehr verfügbar sind, teilweise, wie gesagt, komplette Gelege, dass es nur unnötig verwirrend wäre, wenn ich euch ja, Gelege zeige, die sowieso nicht mehr verfügbar sind oder beziehungsweise, da muss ich halt jedes Mal erklären, welche sind noch verfügbar, welche sind nicht verfügbar und so weiter und so fort. Und das ändert sich teilweise wirklich minütlich. Deswegen habe ich mich entschieden, dieses Mal ein Video zu machen, nur mit den zum jetzigen Zeitpunkt noch vorhandenen Abgabetieren. So, wichtig bei den Abgabetieren ist zu sagen, dass das für den jetzigen Zeitpunkt gilt. Wir haben heute den 28. Juli 2024, 15:38 Uhr. Wenn ihr das Video zu einem späteren Zeitpunkt anguckt, kann es natürlich sein, dass Tiere, die ich euch heute zeige oder jetzt zeige in diesem Video, auch schon nicht mehr verfügbar sind. Deswegen, ganz, ganz wichtig, wenn ihr ein Tier in diesem Video seht, das euch interessiert, bitte guckt auf die Liste, die ich euch in die Videobeschreibung packe. Da ist ein Link zu der Liste, zu der Preisliste, wo die Tiere zumindest nicht einzeln mit Tiernummer, aber zumindest nach Gelege und Morph sortiert sind. Und nur was in dieser Liste ist, ist auch verfügbar. Wenn ihr also einen Morph aus einem bestimmten Gelege findet, der nicht auf dieser Liste steht, ist dieses Tier oder sind diese Tiere nicht mehr verfügbar. Deswegen bitte unbedingt, um meine Zeit zu sparen und auch um eure Zeit zu sparen, guckt vorher in die Liste. Wenn der Morph noch da ist mit dem jeweiligen Geschlecht und so weiter, dann könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben. Und dann kann ich gucken, ob das jeweilige Tier, was ihr euch dann eben ausgeguckt habt, wenn das ein bestimmtes Tier sein soll, ob das, ja, dieses bestimmte Tier dann auch tatsächlich noch da ist. Aber wenn grundsätzlich der Morph oder das Geschlecht mit dem jeweiligen Morph und so weiter nicht mehr in der Liste steht, dann ist dieses Tier nicht verfügbar. Die Gelege, die ich euch heute vorstelle, sind die Gelegenummern 1 bis 14, wobei da eben auch ein paar Lücken drin sind. Ich werde auch noch weitere Gelege haben, also auch Gelege 15 und so weiter, die sind schon geschlüpft. Und einige oder viele sind auch noch in den Eiern. Die sind aber halt noch nicht ganz so weit, deswegen kann ich sie euch heute auch noch nicht zeigen, weil sie noch nicht verfügbar sind. Da gilt im Prinzip genau das Gleiche. Was nicht auf der Liste ist, ist nicht verfügbar. Heißt also auch für zukünftige Gelege, ja, es gibt viele Gelege, die ich noch erwarte und auch viele Morphen, die ich erwarte und so weiter. Anfragen sind aber trotzdem sinnlos, weil ich sowieso keine Warteliste führe. Also deswegen ganz einfach, was auf der Liste ist, ist verfügbar. Was nicht auf der Liste ist, ist zum jeweiligen Zeitpunkt nicht verfügbar. Wenn ihr keine Morphen verpassen wollt, beziehungsweise keine neu hinzugefügten Gelege, weil die, wie gesagt, zum Teil extrem schnell ausverkauft sind, also gerade alles, was Palmetto ist, alles, was Scaleless ist, gut, das betrifft mich jetzt nicht, weil ich kein Scaleless züchte, aber ich sehe es bei Joshua. Red Factor ist dieses Jahr extrem beliebt. Alles, was Lavender ist, Weibchen sowieso, teilweise sind Gelege komplett ausverkauft oder die Weibchen komplett ausverkauft und nur noch Männchen da und so weiter. Wer schnell genug sein möchte, wer nichts verpassen möchte, dem kann ich empfehlen, an meinem WhatsApp-Newsletter teilzunehmen. Community heißt das bei WhatsApp, also das ist eigentlich kein Newsletter in dem Sinne. Es ist quasi eine Gruppe, in der aber nur ich posten kann. Das heißt, ihr könnt sehen, was ich poste. Ihr braucht aber keine Sorge haben, dass ihr wie in einer herkömmlichen WhatsApp-Gruppe jetzt irgendwie ständig mit irgendwelchen Nachrichten von sämtlichen Usern vollgespammt werdet. Sondern wirklich nur ich kann dort posten. Und dementsprechend veröffentliche ich da immer sofort, sobald ein Gelege neu auf die Liste gesetzt wurde. Das heißt, wenn ihr diesem Newsletter beitretet sozusagen oder dieser Community beitretet und die Benachrichtigung einschaltet, dann bekommt ihr jedes Mal direkt in euer WhatsApp, also aufs Handy, auf dem Computer, wohin auch immer, eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Gelege zu der Liste hinzugefügt habe. So dass ihr direkt gucken könnt und wenn ihr dann schnell genug seid, hoffentlich auch euer Tier erwerben könnt. Den Link zu dem WhatsApp-Newsletter packe ich euch auch mit in die Videobeschreibung. Also guckt da gerne rein, klickt auf den Link, dann ist es ganz einfach. WhatsApp öffnet sich automatisch, wenn ihr es auf dem Gerät installiert habt. Dann müsst ihr nur noch sagen, hinzufügen oder beitreten oder wie auch immer das dann heißt.
Und dann seid ihr da drin, Benachrichtigung einschalten, wie gesagt, natürlich. Und ja, dann kriegt ihr alle Neuigkeiten, was Gelege und Jungtiere und auch andere Abgabetiere, also später in der Saison zum Beispiel adulte Tiere, die ich abgebe und so weiter, angeht. Das bekommt ihr dann immer direkt ja, aufs Smartphone oder auf dem Computer oder eben wohin auch immer. So, jetzt lange genug gequatscht. Jetzt geht's los mit den, ja, den jetzt aktuell verfügbaren Abgabetieren. Wie gesagt, das kann sich minütlich ändern. Also wenn ihr das Video anguckt, kann es sein, dass einige von den Tieren schon nicht mehr da sind. Oder dass neue Tiere hinzugefügt wurden, die in diesem Video noch nicht zu sehen sind. Sobald ein paar weitere Gelege aber soweit sind, werde ich natürlich auch noch einen zweiten Teil machen. Das heißt, dann ab Gelege 15 werde ich euch auch da die jeweiligen Abgabetiere dann zu dem jeweiligen Zeitpunkt natürlich noch zeigen. So, jetzt will ich aber tatsächlich nicht länger quatschen. Jetzt geht's los. So, aus Gelege 1 ist nur noch dieser eine Mann hier da. Das ist ein Hypo-Männchen, Head Lavender Striped und 50% Posset Ultra Sunkissed und Posset Henry Diffused Dilute. Zeig mal den Kopf ein bisschen. Wo ist der Kopf? Da ist der Kopf. So, also, nur noch dieser eine aus dem Gelege. Dann haben wir Gelege 3, da sind noch ein paar Tiere verfügbar. Hier haben wir ein Männchen, Butter Tessera Motley Striped Mask. Ohne Kopf. Die sind Het Henry alle und 50% Posset Sunkissed Diffused und Posset Hypocastanie. Also wenn ich keine Prozente dazu gebe, dann sind auch die Eltern nur Posset. Dementsprechend ist die Chance natürlich dann geringer, aber nichtsdestotrotz könnten diese Gene vorhanden sein. Also alle sind Butter und Buff Butter in diesem Gelege. Alle sind Tessera Motley Striped. Und alle sind, wie gesagt, Het Henry 50% Posset Sunkissed Diffused, Posset Hypocastanie. Nummer 2, Buff Butter Tessera Motley Striped Mask Männchen. Und wie immer kann man natürlich das Gelb nicht so richtig schön sehen. Das ist in Wirklichkeit halt wirklich ja, eher Neongelb oder so. Hier wirkt es halt jetzt im Video sehr bräunlich, wie ja, normal Butter oder so. Machen wir das ein bisschen weiter weg. Aber ich kriege es halt leider immer nicht aufs Video. Also von daher, ja. So, dann haben wir Nummer 4 ist noch frei. Butter Tessera Motley Striped. Und Nummer 6, Buff Butter Motley Striped Mask. Achso, ich habe auch eben gesagt, die sind alle Tessera, das stimmt gar nicht. Mal gucken, hier kann man vielleicht. Ich kriege die Farbe nicht gezeigt, wie sie in Wirklichkeit ist. Also, wenn ihr euch das alles insgesamt noch ein bisschen intensiver gelb vorstellt, also ein bisschen leuchtender, ein bisschen knalliger, dann kommt es hin. So, Nummer 8, Butter Motley Striped Mask. Wobei man auch den Unterschied schon relativ deutlich sieht. Also, wenn ich jetzt hier einmal Buff Butter neben Butter halte, dann seht ihr auch schon deutlich den Unterschied. Also hier, das ist Buff und das ist nicht Buff. So, Nummer 9, Buff Butter Motley Striped. Ein Weibchen. Die anderen waren bisher alle Männchen, glaube ich, ja. Dann haben wir hier wieder ein Männchen, Butter Tessera Motley Striped. Und Buff Butter Motley Striped Mask. Bisschen schlechter Laune. Und Buff Butter Motley Striped Mask nochmal. Und das Ganze nochmal. Ihr seht übrigens hier immer die Nummern, ne? Also das ist dann immer die ID von dem jeweiligen Tier. So, und das letzte Tier aus dem Gelege, das verfügbar ist, zum aktuellen Zeitpunkt jedenfalls, Butter Tessera Motley Striped Mask.
Weiter geht's mit Gelege 6. Also die anderen Gelege dazwischen, die sind alle schon verkauft, also 4 und 5. Die sind alle Enery, Tissera, Motley. Hier steht noch Motley Stripe, das muss ich noch ändern. Das ist Quatsch. Was heißt Quatsch? Zu dem Zeitpunkt, als ich das Label gemacht habe, wusste ich es noch nicht. Aber der Vater hat sich mittlerweile als Motley und nicht Motley Stripe herausgestellt. Dementsprechend sind die hier auch alle Motley. Also wie gesagt, das hier könnt ihr einfach ignorieren. Enery, Tissera, Motley. Und zwar das gesamte Gelege. Einige mit Frosting, andere ohne. Und die kommen aus einer Yellow Factor zu Red Factor Verpaarung. Das heißt, die können später auch entweder ins leicht gelbliche oder ins leicht rötliche, beziehungsweise rosa tendieren oder so. Bis auf ein Männchen sind sie allerdings bisher noch ziemlich neutral. Also ich kann da nicht wirklich sagen, ob da jetzt jemand später dann irgendwie leicht deren gelblichen Schimmer bekäme oder einen rötlichen Schimmer. Wie gesagt, bis auf das eine Männchen, das zeige ich euch gleich, sind die im Moment alle noch ziemlich neutral. So, also hier ein Weibchen ohne Frosting. Vielleicht mit einem leichten Red Factor Hauch im Nacken, mit ein bisschen Fantasie, könnte das vielleicht später mal ein bisschen rosaner werden. So, Nummer 3, ein Männchen. Der hat ziemlich stark ausgeprägtes Frosting. Also, wenn ich das mal, ich halte mal das andere Weibchen dagegen, was wir eben hatten. Wenn ihr das im Verhältnis seht, auf der linken Seite ohne Frosting ist die Zeichnung ziemlich klar abgegrenzt. Und hier bei ihm ist das alles so ein bisschen ausgewaschen. Das ist halt das Frosting. Ich habe das jetzt nicht aufs Label geschrieben oder sowas, aber also sie unterscheiden sich optisch schon ein kleines bisschen. Morphgenetisch, also in der Grundgenetik sind sie aber alle gleich. So, ein Männchen. Ein Weibchen, Nummer 5. Männchen Nummer 6. Nummer 7, ein Weibchen. Ja, bei ihr ist vielleicht sogar tatsächlich ein kleines bisschen mehr Pink im Nacken zu erkennen. Aber das ist alles wirklich im Bereich des, mehr erahnen als wirklich sehen. Also möglicherweise wird sie auch ein bisschen rosaner später. Nummer 8, ein Weibchen. Nummer 10 ist das Männchen, was ziemlich sicher Red Factor ist. Also der wird auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sehen kann, aber ich denke, das könnt ihr wahrscheinlich auch im Video erkennen. Also der hat auf jeden Fall einen deutlichen Pinkstich im Nacken. Der wird sicherlich ein bisschen rosaner später, aber auch nicht extrem Red Factor Pink, gehe ich von aus. Nummer 11, ein Weibchen. Nummer 12, ein Weibchen. Nummer 13, ein Weibchen. Übrigens, wer absolut tiefenentspannte Jungtiere haben möchte, die später wahrscheinlich absolute Schlaftabletten werden, der ist bei diesem Gelege genau richtig. Also die sind echt völlig entspannt. Nummer 14, ein Männchen. Auch mit extrem viel Frosting, wie man sehen kann. Also die Seiten sind wirklich komplett ausgewaschen im Prinzip. Nummer 15, weiblich. Nummer 16, weiblich. Nummer 17, ebenfalls weiblich. Also ihr könnt das übrigens sehen, habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, aber rot ist weiblich, blau ist männlich. 18, weiblich. Oh, gerade am Trinken, Entschuldigung. Da will ich mal nicht länger stören, ne? 19, männlich. 20, weiblich. Oh, hoppala. Und das letzte Tier des Geleges, weiblich Nummer 21. Sieht so aus. So, dann haben wir noch zwei Palmettos. Wer hätte das gedacht? Die sind dieses Jahr innerhalb von Sekunden bis wenigen Minuten ausverkauft.
Zwei Männchen habe ich allerdings noch. Also wer noch Palmetto-Männchen möchte, sollte schnell sein hier. Und zwar sind die, das muss ich mal eben kurz selber in meine Liste gucken, weil ich diverse Palmetto-Gelege habe, mit ähnlicher, aber nicht ganz gleicher Genetik. Dieses Gelege ist Palmetto Head Enery, 50% Posset Head Armel und ansonsten ohne Prozente Posset Head Caramel Diffused Motley. So, das ist Männchen Nummer 2. So einem niedlichen Fleck auf dem Kopf. Und hier unten haben wir Männchen Nummer 15, der ist auch noch zu haben. So, der hier. Und beide, wie ihr seht, auch mit guten Augen. Also keine Bug-Eyes. Ja, und das war es dann auch schon für dieses Gelege hier. So, und Gelege 8, das ist tatsächlich ein ziemlich nettes Projektgelege. Die schlechte Nachricht ist, dass die Weibchen alle schon verkauft sind. Es sind also nur noch Männchen da. Falls ihr aber irgendwie passende Weibchen habt oder bekommen könnt oder sowas, dann ist das sicherlich ein ziemlich cooles Projekt. Und zwar kommen die von einem Lavender-Palmetto-Männchen zu einer Buff-Butter-Tessera-Striped Dame. Und beide Elterntiere sind Head-Diffused. Die Mutter ist Het Hypo. Kurzer Cut zwischendrin, weil ich das im Original vergessen hatte, so zu erwähnen. Also die Babys hier sind alle, wenn sie es nicht visuell sind, Het Lavender. Sie sind alle Het Palmetto, alle Het Butter, also Het Caramel Armel, und alle Het Striped. Das heißt, die haben wirklich viele Hets, und viele Möglichkeiten, ja, für coole Kombinationen. Wie gesagt, es sind leider nur Männchen verfügbar. Aber wenn ihr da irgendwas ja, passendes Weibliches habt, für Lavender, Palmetto, Butter, Striped, was auch immer, dann sind das auf jeden Fall ziemlich coole ja, Projekttiere. Also die Heads sind, wie gesagt, sicher und zusätzlich sind sie halt noch 66% Posset Diffused, 50% Posset Hypo und ohne Prozente Posset Enery. Genau, und da geht es hier mal eben los mit einem Lavender Diffused Männchen, der möglicherweise auch Buff sein könnte. Da wir aber uns nicht sicher sind, wie Buff sich auf Lavender auswirkt und wir deswegen das nicht sicher bestimmen können, ist es nur ein, ja, alles kann, nichts muss. Er sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ich mag ihn echt gerne. Wobei er jetzt hier im Video sehr braun rüberkommt. In Wirklichkeit ist er natürlich ein bisschen ja, lilafarbener sozusagen, also Lavender-typisch. Aber ein wirklich schöner Lavender Diffused. Wie gesagt, möglicherweise Buff. Er ist ein bisschen brauner, als ich es eigentlich erwarten würde in dem Morph. Deswegen eben die Idee, dass es möglicherweise Buff sein könnte. Aber wie gesagt, alles kann, nichts muss. Dann haben wir hier ein Männchen Opal Diffused. Opal ist, also Diffused übrigens ist das gleiche wie Blood Red. Also falls ihr da irgendwie mit der Genetik nicht ganz so fit seid, also hier das gleiche. Ne, das ist Lavender Blood Red sozusagen und hier Opal Blood Red. Diffused ist einfach nur ein etwas internationalerer Name sozusagen für Diffused. In Deutschland ist es eher gängig, Blood Red zu verwenden. In den USA zum Beispiel wird Blood Red eigentlich nur für die echten Original Blood Red Linien verwendet und alles andere wird Diffused genannt. Aber wie auch immer. Also Opal ist Armel Lavender und hier eben, wie gesagt, mit Diffused bzw. Blood Red. Auch ein Männchen, wie gesagt. Dann haben wir hier Nummer 6, ein Diffused bzw. Blood Red Männchen. Auch ein sehr hübsches Tier, wie ich finde, weil der einen schönen Kontrast hat. Also der hat wirklich diese ganz graue Grundfarbe und ja, rote Sattelflecken. Zeige euch gleich noch einen anderen. Der hat das nicht ganz so. Also der sieht ein bisschen anders aus. Beide sind aber einfach diffused. Aber erst einmal Nummer 7, nochmal ein Opal diffused. Dass die übrigens so ja, dunkel sozusagen gezeichnet sind, also so farbintensiv gezeichnet sind, ist normal bei Opal. Die werden später, wenn sie erwachsen sind, deutlich heller, also fast weiß mit ein bisschen ja, rosanen Abzeichen sozusagen. So, hier haben wir den zweiten, Nummer 8. Auch ein Diffused Männchen, aber optisch ein bisschen anders. Also der hat deutlich mehr Orange oder beziehungsweise überhaupt Orange. Wenn ich den anderen mal daneben halte, dann könnt ihr das sehen. Also links, der hat eigentlich fast kein Orange zwischen den Sattelflecken, während er das hier recht ausgeprägt hat. Dafür hat er nicht ganz so eine graue Grundfarbe und bei ihm ist es halt wirklich sehr neutral grau. Aber genetisch
Wie gesagt, beide gleich. Sehen auch beide definitiv nicht nach Buff aus. Hier sollte man das auf jeden Fall erkennen können. Von daher beide einfach diffused. So, dann haben wir noch ein letztes Männchen. Und zwar ein Orange Tessera. Orange ist Armel Buff. Und wie man sehen kann, also es sieht ähnlich aus wie Armel, aber es ist halt eben wirklich nicht rot, sondern orange, wie der Name schon sagt. Jetzt habe ich mal eben den Standort gewechselt. Das ist jetzt ein Rack auf der anderen Seite des Raums, deswegen ist es hier leider ein bisschen dunkler unter der Dachschräge. Das hier ist Gelege Nummer 10. Das ist wirklich ein ziemlich cooles Gelege. Ich mag das echt super, super gerne. Leider auch hier die schlechte Nachricht, dass die Weibchen bereits alle weg sind. Nichtsdestotrotz sind die Männchen, die noch hier sind, wirklich absolut der Wahnsinn. Also das ist ein Gelege aus zwei extrem pinken Red Factor Mimosa-Tieren, beziehungsweise der Vater rein Red Factor, soweit ich weiß, und die Mutter eben Red Factor Mimosa-Mix. Und diese Jungtiere, die sind wirklich der Wahnsinn. Ich versuche das gleich aufs Bild zu kriegen. Ich weiß jetzt schon, das wird nicht vernünftig funktionieren, weil dieses Pink einfach nie im Video irgendwie rüberkommt oder auf Fotos. Aber wir haben hier ein Red Factor Mimosa Ultramel Ghost Männchen. Ich versuche das mal hier so ein bisschen vor diesem weißen Hintergrund. Das hilft manchmal, wenn ich ein bisschen weiter weggehe oder so. Dann kann man das vielleicht einigermaßen einfangen. Aber wenn ich dann näher rangehe, wobei es geht sogar einigermaßen. Aber im Video wirkt das Pink oder das Rosa viel zu soft. Dafür aber das Grau von den Sattelflecken eigentlich viel zu kontrastreich. Also in Wirklichkeit ist das alles ein bisschen softer, das Grau, und das Pink deutlich intensiver. Also das ist wirklich was, was ich leider nicht wirklich einfangen kann. Auch hier vor weißem Hintergrund. Ich hatte gehofft, dass das Handy das vielleicht so ein bisschen mit Weißabgleich irgendwie hinkriegt. Aber es ist echt schwierig. Also diese Tiere sind auf jeden Fall wirklich super pink jetzt schon nach der ersten Haut. Die werden nach zwei, drei Häutungen ja noch viel, viel krasser aussehen. Und wenn sie dann erwachsen sind, dann werden die echt der Wahnsinn. So, hier haben wir Nummer 4, auch ein Männchen, wie gesagt. Red Factor Mimosa, Hypo Snow Motley Striped. Das Hypo habe ich vergessen auf dem Label. Der Vater ist nämlich ein Hypo. Also Red Factor Hypo Snow Striped. Und die Mutter ist Red Factor Mimosa Ultramel Ghost Head Motley. Dementsprechend ist alles in dem Gelege Hypo. Ich hatte das nur vergessen, aufs Label zu schreiben und wollte jetzt nicht alle Label nochmal neu drucken. Deswegen habe ich das einfach nur von Hand drauf geschrieben. So, ich hoffe, das kommt sogar einigermaßen hin. Also wie gesagt, wenn ihr euch das Ganze ein bisschen ins klarer Rosane vorstellt, das wirkt hier sehr orange im Video, wie eigentlich auch fast immer, dann könnt ihr das vielleicht sogar einigermaßen erahnen. Also ja, aber die Intensität gerade im Nacken von den Flecken, das kriegt das Handy leider nie eingefangen. Sehr, sehr, sehr schade. Aber wer super pinke Mimosa oder Red Factor-Tiere schon mal gesehen hat, der kann sich ungefähr vorstellen, wie das aussieht. Und vor allem diejenigen, die schon mal versucht haben, das selber zu fotografieren oder zu filmen, die wissen, wie krass der Unterschied tatsächlich zwischen ja, den Fotos und dem echten Leben sozusagen ist. Also der ist wirklich. Es ist der Hammer einfach. Also, wie gesagt, die werden wirklich richtig, richtig extrem pink später mal, da bin ich mir ganz sicher. Dann haben wir hier ein Männchen, Red Factor Mimosa, Hypo Snow Zigzag. Die nicht Motley Striped sind übrigens alle Head Striped, weil, wie gesagt, der Vater ist ein Striped. Auch der hier, ich versuche mal, ihn so ein bisschen aus der Position rauszukriegen, weil der hat nämlich im Nacken auch, also wirklich, das ist kein Rosa mehr, das ist wirklich richtig pink. Also, ja, also die sind wirklich unnormal pink. Ich bin nicht sicher, ob ich schon überhaupt jemals so pinke Red Factor Tiere nach der ersten Haut gesehen habe. Aber es ist halt wirklich nicht, leider, leider nicht aufs Video zu kriegen. Also wie gesagt, zu erahnen, wenn man ungefähr weiß, wenn man so ein bisschen Red Factor Erfahrung hat, dann könnt ihr das erahnen. Für alle anderen, ja, die müssen es wahrscheinlich wirklich in echt sehen. Um zu wissen, wie krass pink das sein kann. So, Nummer 10, Red Factor Mimosa Hypo Snow Mottled Der ist insgesamt ein bisschen softer gezeichnet. Der sieht sogar fast ein bisschen aus wie Ultramel Ghost. Ist aber definitiv ein Snow. Also, das sieht man an der Augenfarbe. Die ist halt wirklich, die Augen sind wirklich rot.
Bisschen softer gezeichnet, aber auch mit super viel Pink. Also auch der wird einfach Wahnsinn später mal. Und grundsätzlich, die Männchen sind ja sowieso intensiver gefärbt bei Red Factor und Mimosa als die Weibchen. Von daher, ja, die, gerade die Männchen hier, aber die Weibchen sowieso auch, aber die werden später einfach mit jeder Häutung immer cooler. So, also das hier war jetzt Red Factor Mimosa Ultramel Ghost Motley Striped, Männchen Nummer 8. Das funktioniert wirklich nicht gut. Der ist auch viel, viel, viel pinker. Also das wirkt hier wie so ein zartes Rosa jetzt im Video, zwischen den Sattelflecken, aber in Wirklichkeit ist das wirklich ein intensives Pink. Das ist so schade. Ich wünschte, ich ja, könnte das irgendwie einfangen. Aber selbst mit einer Spiegelreflexkamera in der Fotobox mit gutem Licht und so weiter kann man es echt knicken, wenn man das nicht nachträglich mit Photoshop irgendwie so bearbeitet, dass es an den Originallook einigermaßen rankommt. Das ist echt schade. Also ich kann es jedenfalls nicht. Wahrscheinlich Profis können das wahrscheinlich, aber ich nicht. So, das letzte Männchen aus dem Gelege, das noch frei ist, Red Factor Mimosa Hypo Snow. Mal gucken, ob ich ihn hier ein bisschen einklemmen kann, dass er sich mal ein bisschen zeigt. Ja, auch der, also ein bisschen nach hinten hin ein bisschen weniger farbintensiv als die anderen, aber im Nacken auch trotzdem ziemlich pink. Alles wirklich, wirklich schöne Tiere, die absolut der Wahnsinn werden später. Also jetzt schon sind, aber später sowieso noch viel mehr werden. Und Gelege Nummer 11, da erinnert sich der ein oder andere möglicherweise vom letzten Jahr noch dran. Die Verpaarung hatte ich letztes Jahr auch schon gemacht. Der Vater ist Buff Butter Striped Head Sunkissed. Und die Mutter ist Gold Dust Tissera Motley Striped. Das heißt, alles in dem Gelege hier ist Gold Dust und Butter. Mit Striped oder Motley Striped. Und mit oder ohne Buff und mit oder ohne Tissera. So, und hier sind tatsächlich auch noch Weibchen frei. Also wer Weibchen möchte, hat hier auch noch die Chance. Und zwar haben wir hier Buff Gold Dust Striped weiblich. Nicht so ganz einfach. Na, so sieht es ein bisschen. Das ist ein bisschen originalgetreuer. Auch hier ist der Farbton von dem Buff ein bisschen intensiver, fast so ganz leicht ins Grünlich angehauchte. Das wirkt auch ein bisschen gelblicher im Video, aber es kommt schon einigermaßen zumindest hin. So, Nummer 2 ist auch ein Weibchen. Gleiche Genetik. Buff Gold ist striped. Sieht aber ein bisschen anders aus, also deutlich heller. Bisschen mehr Kontrast insgesamt. Nummer 3 Buff Butter Motley Striped. Auch insgesamt, also die, ja, die Sattelflecken sozusagen, die sind ein bisschen leicht bräunlicher im Video, als sie in echt sind, aber so insgesamt kommt das sogar einigermaßen hin, auch mit diesem relativ intensiven Gelb im Nacken. Butter Tessera Striped, männlich. Auch ziemlich hell in dem Fall. Butter Motley Striped, weiblich. Ja, Entschuldigung. Ein bisschen schlecht gelaunt heute. So. Dann haben wir Butter Tessera Motley Striped männlich. Und Buff Gold das Tessera Motley Striped weiblich. Nummer 7. Muss man die Box anders halten. So. Also hier kann man auch diesen leicht grünlichen Schimmer erahnen, den das Buff macht mit Gold Dust. Butterstriped männlich. Mal ein bisschen schneller, damit das Video nicht ganz so lang wird. Butterstriped weiblich.
Buff Butter Striped weiblich. Da sieht man auch wieder dieses knallige Gelb. Also wenn ich halt mal dieses Tier hier gegen regulär Butter Striped, dann seht ihr auch deutlich den Unterschied. Auf der linken Seite normal Butter Striped und auf der rechten Seite Buff Butter. Ja, ja. Buff Butter Striped. Musst du mich so erschrecken? Also hier sieht man es wirklich schön, dieses intensiv leuchtende, fast neonartige Gelb. Butter Motley Striped. Und Buff Butter Motley Striped. Also Buff generell macht wirklich schöne Butters und Gold Dusts. Allerdings in dieser Linie wirklich ganz besonders. Also ich habe einige Buff-Linien, aber so extrem wie hier ist es wirklich selten. Also die sind wirklich auch später als erwachsene Tiere wirklich richtig intensiv knallig gelb. Buff Gold ist Tessera Motley Striped. Hier wieder dieser Grünstich, gut erkennbar. Der verschwindet natürlich, also die Tiere werden auch genauso gelb dann, nur halt deutlich intensiver bzw. heller gelb als regulär Gold Dust. Gold Dust in general, oh, ja, der ist verkauft, deswegen müssen wir hier weitermachen. Gold Dust insgesamt oder generell ist, ja, kann so einen leichten bräunlich bis orangelichen Stich haben und kein so ganz klares Gelb, aber mit Buff wird das halt wirklich ein richtig intensives Gelb. So, hier haben wir nochmal Weibchen Nummer 15, Buff Butter Motley Striped. Und dann geht es hier weiter mit noch einem Weibchen Butter Motley Striped. Und das ist dann auch die letzte aus dem Gelege. So, und sie hat keinen Kopf. Da ist der Kopf. So, Gelege 12 wird übersprungen. Die sind noch nicht so weit. Dann geht es weiter mit Gelege 13. Ein sehr ähnliches Gelege genetisch gesehen, wie das eben gerade. Nur, dass hier nicht alle Homozygous, also ja, rein erbig Caramel sind. Und das Yellow Factor hier noch mit dabei ist. Der Vater ist ein Yellow Factor Snow Super Tessera Motley. Super Tessera heißt im Prinzip, dass er zwei Kopien Tessera hat. Das heißt, alle Babys hier in diesem Gelege sind auch Tessera. Und die Mutter ist Buff Gold Dust Motley Striped. Deswegen sind alle Babys Motley oder Motley Striped. Optisch kann man das nicht sehen. Genetisch macht es einen Unterschied, ob sie zwei Kopien Motley oder eine Kopie Motley und eine Kopie Striped haben. Aber rein optisch ist es, wie gesagt, identisch. Deswegen kann ich nicht sagen, wer davon was ist. Das kann man höchstens über Testverpaarung rausfinden. So, dann starten wir hier mal mit Gold Dust Tessera Motley oder Motley Striped. So, und da seht ihr auch, wie Gold Dust normalerweise aussieht. Eben im anderen Gelege habt ihr ja Gold Dust gesehen mit diesem grünlichen Schimmer. Das ist hier nicht der Fall, wobei diese Tiere hier teilweise auch einigermaßen hell sind. Also es kann durchaus sein, dass hier Yellow Factor noch mit am Werk ist. Allerdings ist das in gelben Morphen wie Caramel, wie in Butter oder Gold Dust, generell Caramel natürlich auch, nicht unbedingt immer ganz eindeutig. Deswegen habe ich das hier auch nicht irgendwie gelabelt oder sowas. Also ich habe hier nur die als Buffs gelabelt, bei denen ich mir sicher bin, dass sie Buff sind. Es gibt aber einige, die auch ein bisschen heller sind, wo ich denke, dass sie nicht Buff, aber wahrscheinlich Yellow Factor sind. Kann aber theoretisch auch sein, dass es Buffs einfach in etwas wenig starker oder weniger starker Ausprägung sind. So, Weibchen Nummer 2, Orange Tessera Motley Striped. Orange, wie in dem Gelege 8 schon gezeigt, ist halt im Prinzip Amel Buff, also sie sehen aus wie Amel, sind aber halt nicht wirklich rot, sondern orange. Wobei das hier in dem Fall ein bisschen weniger ausgeprägt ist. Also dieses Tier ist ein bisschen dunkler, als das bei den meisten Orange der Fall ist. Nummer 3, Buff Butter Tessera Motley Striped, Motley oder Motley Striped, männlich. Der leuchtet auch richtig schön. Da dieses Leuchten in dieser Linie nicht ganz so typisch ist, kann es sein, dass er Buff und Yellow Factor ist. Aber wie gesagt, das lässt sich halt nicht wirklich sagen. Kann auch sein, dass es nur Buff ist und einfach ein bisschen schöner ausgeprägt. Arme Tessera Motley oder Motley Striped, männlich. Da sieht man auch den Unterschied wahrscheinlich einigermaßen. Ich gucke mal, wie gut man das erkennen kann. Aber auf der rechten Seite Arme, also
rot und auf der linken Seite orange, wobei das hier auch tatsächlich rötlicher aussieht, als es wirklich ist. Wenn ich ganz nah rangehe, dann sieht man, dass es orange ist. Und wenn ich hier ganz nah rangehe, sitzt im Schatten. Ein bisschen so. Dann sieht man, dass da auf jeden Fall rote Pigmente dabei sind. So. Butter Tessera Motley oder Motley Stripe weiblich. Hier habe ich das nicht als Buff gelabelt. Es könnte Buff sein, kann aber auch wirklich nur Yellow Factor sein. Eins von beidem mindestens wird da am Werk sein, weil es ist definitiv heller als, als nur Butter. Da ich es aber nicht sicher sagen kann, habe ich es einfach nur als Butter gelabelt. Nummer 12. Buff Butter Tessera Motley oder Motley Striped. Hier ist es ganz eindeutig, das ist wirklich ja, so hell. Das kann nicht nur Yellow Factor sein. Das ist auf jeden Fall Buff. Dann haben wir hier mal wieder was anderes. Und zwar Ultramel Tessera Motley oder Motley Striped. Und nochmal Butter Tessera Motley oder Motley Striped. Weiblich. Hier sieht man auch dann wirklich deutlich den Unterschied. Also wenn ich dieses Tier hier mal gegen dieses Tier halte, beide gelabelt als nur Butter, aber auf der rechten Seite seht ihr, da ist auf jeden Fall irgendwas noch Zusätzliches dabei. Wie gesagt, ob es jetzt Buff ist oder ob es Yellow Factor ist, kann ich halt nur nicht sagen. So, Buff Butter Tessera Motley Striped. Motley oder Motley Striped weiblich, Nummer 15. Arme Tessera Motley oder Motley Striped männlich. Buff Butter Tessera Motley oder Motley Striped männlich. Und Nummer 18, Arme Tessera Motley oder Motley Striped. Neunzehn, nochmal das gleiche. Zwanzig, Buff Goldust Tessera Motley oder Motley Striped, weiblich. Hier wieder mit diesem grünen Stich. Nicht ganz so ausgeprägt wie in dem anderen Gelege. Wie gesagt, in dem anderen Gelege sind die einfach wirklich extrem gelb. Hier ein bisschen weniger Ausprägung durch das Buff, aber auch gut zu erkennen. Achso, das hier ist Ultramel Tessera oder Motley Striped Weibchen Nummer 21. Und das letzte Tier aus dem Gelege, Butter Tessera Motley oder Motley Striped Weiblich Nummer 22. Auch hier genau das gleiche. Auch deutlich heller als einfach nur Butter. Für Buff ist es mir eigentlich ein bisschen zu dunkel, also ich würde vermuten, dass das hier einfach Yellow Factor ist. Aber wie gesagt, sicher sagen kann ich es nicht. So, Gelege 14 ist zum Teil in einem anderen Rack. Hier ist das erste Tier ganz unten in einem Rack. Für das andere müssen wir gleich einmal einen Cut machen. Also dieses Tier hier ist Hypo Mask männlich. Und zwar ist das ein ziemlich cooles Projekt, wie ich finde. Und zwar ist der Vater Hypo Head Kastanie Sunkist Striped. Er war 66% Posset Lavender. Das hat sich leider nicht bestätigt. Die Mutter ist nämlich Hypo Lavender Head Kastanie Sunkist Striped. Und ich habe keine Lavender im Gelege, also von daher wird der Vater kein Head Lavender sein. Nichtsdestotrotz sind die Babys hier alle Head Lavender. Und sie sind alle Hypo. Und sie sind alle 66% Posset Kastanie Sunkist Striped, wenn sie es nicht visuell sind, also wenn sie es nicht Hom sind. Aber das zeige ich euch gleich. Genau, also das hier ist ein Hypo Mask Männchen. Head Lavender, 66% Posset, Kastanie Sunkist Striped. Wenn sich die Possets bei den Babys beweisen, dann sind das wirklich ja, ziemlich coole Projekttiere für extrem coole Morph-Kombinationen, die sehr selten sind. Also gerade die Kombination aus Kastanie und Lavender findet man wirklich sehr selten. Und wenn dann noch Sunkist und Striped dazu kommt, dann ist das wirklich ja eigentlich schon. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt mal jemand gemacht hat, ehrlich gesagt. Also auf jeden Fall, ja, ziemlich coole Verpaarung, ziemlich cooles Projekt.
So, und für die Geschwister mache ich jetzt mal eben einen Cut. So, und da sind wir wieder. Da kommt Tier Nummer 2, Hypomask weiblich, also gleiche Genetik wie eben, allerdings in weiblich. Dann ein Hypomännchen. Ein Hypo-Weibchen. Noch ein Hypo-Weibchen. Dann geht es hier unten weiter mit noch einem Hypo-Weibchen. Hier kann sich zumindest keiner beschweren, dass keine Weibchen mehr da sind. Und noch ein Hypo-Weibchen. So, dann haben wir hier Hypo-Kastanie männlich. Und Hypo-Sunkist männlich. Und das letzte freie Tier aus dem Gelege, ein Hypostriped Männchen. Oh, der hat auch keinen Kopf. Hallo. Halt dich mal. Da. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist leider verhältnismäßig lang geworden, weil ich relativ viel auch dann über die Elterntiere bzw. die Genetik und so weiter teilweise gequatscht habe. Ich habe tatsächlich im Vorfeld nicht gedacht, dass es so lang wird. Aber ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, wie immer gerne einen Daumen da lassen natürlich. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, grundsätzlich Fragen, dann auch gerne in die Kommentare. Bitte keine Anfragen in die Kommentare. Das einfach entweder per E-Mail an mich oder über WhatsApp oder über Facebook oder so. Meine Facebook-Daten und so weiter, also Facebook-Adresse ist auch mit in der Videobeschreibung und auch die E-Mail-Adresse und so weiter. Also ja, wenn ihr ein bestimmtes Tier reservieren möchtet oder wenn ihr Interesse an einem Tier habt, wie gesagt, ich kann es gar nicht oft genug sagen, erst in die Liste gucken, ob dieser Morph mit dem jeweiligen Geschlecht noch da ist. Wenn ja, schreibt mir gerne eine E-Mail, eine Facebook-Nachricht, eine WhatsApp oder was auch immer. Dann kann ich euch gerne sagen, ob dieses jeweilige Tier noch verfügbar ist. Und wenn ja, dann könnt ihr es auch gerne reservieren. Aber bitte unbedingt vorher in diese Liste gucken. Und wie eingangs schon gesagt, wenn ihr keine neuen Gelege verpassen wollt, dann gerne den WhatsApp-Newsletter abonnieren oder der Community beitreten. Und dann kriegt ihr Benachrichtigungen direkt aufs Gerät. Und ja, dann solltet ihr tatsächlich immer up to date sein. So, und dann war es das von mir für heute. Wenn ihr auch hier nichts weiter verpassen wollt, also neue Videos und so weiter, dann natürlich unbedingt den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal.